Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier rechts auf der Route nach Azuria City stehen geblieben. Bzw. oben und dann rechts von Azuria City. Wie auch immer. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Trainer, gegen die wir kämpfen müssen. Doch, wie ich merke, haben wir ein kleines Problem mit unserem Pokémon. Irgendeiner hat irgendeinen Effekt. Ich habe es leider vergessen. Vergiftet auf Flamesack. Das ist blöd. Problem ist halt, ich habe das ganze Let's Play über keine einzigen, Status-Effekt-Items gekauft. Also sowas wie Para-Heiler oder Gegengift oder Aufwecker. Irgendwie sowas habe ich alles nie gekauft im ganzen Let's Play über. Ob das jetzt klug ist oder nicht, ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber in dem Spiel, ich finde einfach, das macht nicht so viel Sinn, weil man gar nicht so viel Platz hat. Und ihr seht schon, ich habe sowieso schon alles voll hier. Meisten Items nehme ich auch gar nicht erst auf. Ich zeige nur, was das ist und nehme die gar nicht erst auf. Weil ich sowieso zum einen keinen Nutzen habe und zum anderen keinen Platz dafür. So, was gibt's hier eigentlich so? Was gibt's hier eigentlich so? Okay, Müll. Das ist cool. Komm, können wir mal kurz essen. Nom. Cool. So, und du bist... Ich bin der Letzte, aber ich sag dir, ich bin eine Rathenuss. Oh, da drüben ist da noch einer. Will er nicht auch kämpfen? Will der nicht auch noch kämpfen, Franziska? Ja gut, zack. Oh, verdammt, ich schlafe. Ich dachte, ich mach kurz Kratzer, das ist tot, aber jetzt schlafe ich. Ah, Volltreffer, wow. Boah, wach auf! Melli, wach auf! Nicht schlafen! Es hat schon angefangen hier! Ja, geht doch. Noch ein Paras. Ja, da spur ich vor. Tut mir leid. Das ist langweilig. Die ganze Zeit das gleiche Pokémon. Oh, Parasek. Okay, wird interessant. Level 32. Und ich mache gar nicht mal so viel Damage. Okay. Die ganze Zeit Blutsauger. Warum machen die nur Blutsauger? Nom, nom, nom. Ich hau auf diesen Pilz rum. Nochmal. Und das ist so. So, und du sagst wahrscheinlich das gleiche wie alle anderen, oder? Du machst Witze. Nein, mach ich nicht. Ich gab mein Bestes. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, das sagten alle anderen auch schon. Ne, der will auch noch kämpfen. Uff, 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 uff. Ich habe mit den 6 Trainern nichts zu tun. Ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen, da du nach den vielen Kämpfen müde sein musst. Nein, eigentlich nicht. Also der Gedanke dahinter ist natürlich klug, aber... Nein, Mann. Das wird easy. Porygon. Ich glaube, es ist nur normal. Nicht Stahl oder irgendwie Psycho oder sowas. Ich glaube, es ist nur normal. Das bedeutet, dass ich einfach bis einsetzen kann. Das ist normal. Genau. Schärfer. Oh nein. Jetzt bin ich in High Definition. Da muss ich echt rausswitchen, Mann. Ja, Garados. Ich kann auch mal ein bisschen leveln. Drachenwut. Oh, jetzt bin ich paralysiert. Geil. Oh. Ja. Mit nur einem Pokémon, das ist nur ein Porygon, da hast du auch keine großen Chancen. Vor allem, gab es nicht sogar Porygon 2 schon in dieser Gen? Ich glaube schon ab dieser Gen gab es Porygon 2, ne? Ey, das ist echt enttäuschend, dass er nur Porygon hatte. Bist du nicht müde? Nee. Tut mir leid, ich werde nicht mehr mogeln. Hoffe ich für dich. Hi. Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Aber die Itemflasche ist voll. Komm, dann schmeiße ich halt irgendwas weg. Was schmeiße ich weg? Schmeiße ich irgendwas weg? Brandbeere. Selbstheilung bei Frost. Geil. Ja, komm, dann gib her. Nugget! Nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir geht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus! Tja, nachdem man das Nugget genommen hat, muss man auch gegen den kämpfen. Ja. Ne? Rehorn. Nicht mal Rizeros, also komm schon, Spiel. Komm schon, Spiel. Dein Ernst? Surfer, das Ding ist tot, ja. Shillock. Aha.
Jetzt wird's interessanter. Wenn das jetzt Turtok wäre, dann wäre ich impressed. Auf Level 35 müsste sie sich doch schon entwickelt haben, oder? Weil kriegt man Turtok Level 36 doch nicht, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Texo. Okay, kein Bizarre Knosp, aber Schillock und egal. Ja, du bist jetzt weg. Bye. Aua, das hat weh. Hau ab. Das war der beste Kampf meines Lebens! Der Kampf war großartig! Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team! Ja, danke, entspann dich. Ich hab keinen Zerschneider. Nope, okay. Da ist auch ein Item. Cool. Küstenhaus, Bildhaus. Ja, was denn jetzt? Küstenhaus oder Bildhaus? Und dahinter ist irgendwas. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, man wird niemals im ganzen Spiel hinter seinem Haus kommen. Man sieht ja auch, wenn man reingeht, da hinten ist nichts. Sieht nur so aus. Du bist nicht Bill? Oder Bill, hast du irgendwie Hausfall? Kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist Senioto. Er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Du hast es nicht, das ist schade. Okay, der wird Schlupf sehen. Ich weiß nicht, was er ihn dafür gibt. Wer will wieder jetzt herausfinden? Denn das ist kein Catch-em-all. Lalala. Warte, warum sind wir jetzt hier lang gegangen? Moment. Hä? Moment mal ganz kurz. Müsste hier nicht irgendwas sein? Ich meine, hat das jetzt gar keinen Grund gehabt, dass wir lang gegangen sind? Oder ist jetzt Misty auf magische Weise wieder in der Arena? Weil ich dachte, man geht ja eigentlich lang, um Misty zurückzubringen zur Arena. Aber irgendwie? Irgendwie nicht. Du brauchst ein langer Weg. Roing. Wir gucken mal ganz kurz in der Arena vorbei. Aber ich bin jetzt echt verwirrt, da Misty. Ist jetzt Misty einfach so wieder da? Oder wie sieht's aus? Nee, oder? Nö. Okay. Ist sie vielleicht ganz woanders? Wo ist Misty? Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Wo könnte die sein? Okay, das ist kompliziert. Vielleicht hier rechts irgendwas? Ja gut, hier rechts geht's halt weiter. Oh, mein Gott, da fliegt der Schneider! Okay, eigentlich würde ich wirklich gerne den Misty-Kampf machen. Deshalb werde ich mal ganz kurz nachschauen, was falsch ist. Ich will da nicht stehen. Ich einfach hier. Okay, das habe ich komplett vergessen. Misty erscheint erst, wenn man das Kraftwerk gemacht hat. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, das Kraftwerk zu machen. Ich wollte es eigentlich nach Misty machen, aber Misty erscheint sowieso erst, nachdem man... Ich krieg sogar noch rein. Nachdem man das Kraftwerk gemacht hat. Das heißt, dass wir uns jetzt dahin begeben. Dafür müssen wir nach rechts gehen. Was wiederum bedeutet, dass wir Zerschneller brauchen. Was wiederum bedeutet, dass ich Lugia wieder nicht leveln kann. Also habe ich das Gefühl, dass Lugia nur so ein halbes Teammitglied ist. Ich fände das so das richtige Teammitglied. Einfach wegen Zerschneider. Ein Hoch auf die Fallensklaven. Ja, gut. Ich werde es nicht benutzen, aber ja. Okay. Dann können wir vielleicht heute doch kein Misty machen. Wäre halt schade, aber dann wäre das halt so. Ich habe komplett vergessen, dass das Kraftwerk wichtig ist für alle Arenen. Ja. Die Leute sollten ihren Müll nicht hier liegen lassen. Also ich sehe überall nur Pixel. Ich weiß nicht, wo ihr Müll ist. Und wenn das der ganzen Pixel hier überall auf dem Boden Müll ist, dann besteht die ganze Welt aus Müll. Dann werden jetzt 10.000 Slimebox. Na gut, eher nur Alola Slimebox, glaube ich. Ach, egal. Nidorina. Das sollte okay sein. Ne? Na, es geht. Ja, die können alle nichts. Raichu hingegen könnte ein Problem darstellen. Muss ich aufpassen, was ich mache. Ah, stimmt. Wir haben ja jetzt Giftpuder hier, aber ich hab mir überlegt und bin dem Schluss gekommen, erstmal Level zu bekommen. Genau. Oh, ich hab verloren.
Energiesparen ist wichtig, aber der Tour ist noch viel wichtiger. Mag sein. Aber was ich sagen sollte, wir haben mal die TM bekommen. Na, wie ist sie denn? Wie ist sie denn? Wie ist sie denn? Toxin? Wie ist sie irgendwie? No? Ja, ja, wo ist sie? Da ist sie, Toxin. Und ich hab mich entschieden, ich möchte es Umut erlernen lassen. Alle können's. Ich glaube auch fast alle Pokémon allgemein können es lernen. Und ich möchte, dass dafür Giftpuder weg ist. Denn Giftpuder ist nicht so eine gute Attacke im Vergleich zu Toxin. Und deshalb freue ich mich, dass ich diese Attacke habe. Am Ende des Plays gucke ich noch mal, ob ich nicht noch meine TMs ändern möchte. Route 9. Also zurück in die Felstunnel. Oh ja, zum Felstunnel müssen wir auf jeden Fall hin. Meine Bekämpfung. Hey, du Lump! Wirf deinen Müll nicht hier hin! Was habt ihr alle mit eurem Müll? Ich werf gar keinen Müll irgendwo hin. Karl! Keine Ahnung, was die beiden jetzt hier von mir wollen, aber ich werf hier nirgendwo Müll hin. Intensität. Tja, hat wohl keine Wirkung. Bye bye, ich bin Typ Flut. Rassaf, Rassaf, weggeschwommen. Bye bye. Quappo. Quappo, weggeschlagen. Tja, wer ist der bessere Puncher hier? Der bessere Wrestler, hä? Ich bin es. Ich wollte nur klarstellen, dass... Entschuldige, ich hab mich geirrt. Ja, das hast du. Und hier geht's so zurück. Okay. Und auch aus irgendeinem Grund ist direkt der Hölderbaum wieder nachgewachsen. Cool. Ich möchte den Felsen erforschen. Dann mach das doch. Niemand hält dich ab. Oder sehe ich das falsch? Findest du den Weg nicht? Kannst du nicht die paar Meter nach rechts gehen? Zum Felstunnel? Der ist gleich um die Ecke. Soll ich dir zeigen, wo der ist? Ja, wohl, du kannst es auch machen, oder? Bis nom. Spukball? Ja, Spukball. Oder Kratzer. Bam. Sandlamer. Tot. Yay, yeah, gut gemacht, Red. Boah, vorsichtig! Meine Pokémon wurden verletzt, obwohl ich den Felsen noch nicht betreten hatte. Ich bringe sie besser sofort in dein Pokémon Center. Du wolltest gegen mich kämpfen. Willst du kämpfen? Ja. Ich verrate dir ein Geheimnis. Aber das müssen wir kämpfen! Der fängt die ganzen Spiele auf, die runterspringen. Oh, okay. Okay, okay. Oh, oh. Bernd, wart. Wart. Oh, okay. Ja, ich würde mal sagen, easy. Whirlpool. Ja, okay, Whirlpool macht echt wenig. Ich weiß nicht, warum ich Whirlpool als Attacke habe. Ah, doch, TM. Einfach einmal nicht. Oh Mist, ich habe verloren. Jetzt muss ich wohl sagen. Ja, du musst einen kleinen Fluss durchqueren, um zum Kraftwerk zu gelangen. Ja, danke, das weiß ich. Ich habe dieses Spiel öfters gespielt. Dankeschön. Das wievielte Mal spiele ich gerade das Spiel durch? Gut, das Original jetzt spiele ich irgendwie das dritte Mal ungefähr durch. Ungefähr. Ungefähr dritte Mal spiele ich das Original gerade durch. Also Gold und Silber. Und Kristall. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Ich weiß nur, dass dieses Spiel... Also Pokémon Silber hatte ich nie als Cartridge. Ich habe es immer auf dem 3DS gespielt. Aber ich habe es nur einmal gespielt. Aber Kristall habe ich zweimal gespielt. Aber auf der Cartridge, das hatte ich. Und einmal auf dem 3DS. Und jetzt spiele ich hier auf. Und let's play. Und er macht die Bum-Bibidim-Bum-Bum-Bum. Maschine, Attacke. Bitte nicht. Okay, ich hab's überlebt. Gut. Also in der Nachfrage hätte ich jetzt Angst gehabt. Stimmt, es wäre auch so schwer, dass man das locken könnte. So. Darfst gar nicht erst Explosion einsetzen, mein Freund Georock. Hau ab. Reicht schon, wenn du auf dem Pfand bist. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Bei Kämpfen spielt Konzentration eine wichtige Rolle. Und du wirst Warst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Naja, also in Schwert und Schild könnte man sich ein Camp aufsetzen. Das ist eine Art Picknick, könnte man sagen. Ist zwar nicht gut, aber ist das Closeste, was wir in Pokémon haben zu einem Picknick, I guess. Weiß nicht, warum ich das jetzt aufbringe. Es
mir gerade einfach so random eingefallen. Passt gerade. Oh, jetzt stimmt doch. Greif mich nicht mal an. Guck mal, sind ja alle schwach. Lohnt sich nicht, es zu zeigen. Oh. Wir backen viele gute Sachen, die wir mit allen teilen. Sie schmecken lecker. Mike, howdy, ich bin's, Udo. Ist heute nicht schön, mit zu kämpfen, wie das letzte Mal. Nein. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Niemals, nein, nein, ich hab keinen Bock. Und hier, aus dem Nichts, ist hier zwar eine Höhle, die anscheinend richtig klein gemacht wurde. Ey, das ist, wow, das ist echt lame. Das ist echt lame, was ist das hier? Uff, das sieht echt kacke aus. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Game Freak. Aber ja, hier ist ein Pokémon Center. Aus dem Nichts. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Der Direktor des Kraftwerks sucht einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Okay. Ein Pokémon Center neben einem Tunnel? Das ist sehr praktisch. Okay. Ich find's seltsam. Und zwar, warum, das zeige ich euch jetzt. Ich meine, das guckt euch das an, wie dumm das aussieht. Hier so ein ganz kleiner, hier so random einfach ein schmaler Gang. Hier ist das Gebäude. Unten sieht man schon die nächste Stadt direkt, obwohl das doch gar nicht sein sollte. Hier so ein ganz kleiner Zaun. Warum auch immer ist hier so ein kleiner Zaun. Das hier. Und dann ist hier der Tunnel und... Es sieht nicht gut aus und es, ich brauche dafür, ja, Flash. Habe ich jetzt nicht. Habe ich, aber will ich jetzt nicht jemandem beibringen. Obwohl, ich weiß, wer es beibringen könnte. Ich könnte es ja unserem VM-Sklaven beibringen. Blitz, das Stärke, das Blitz. Wer kann es alles erlernen? Wow. Ja, es, bei den anderen ist es klar. Ich frag mich aber, ob Lugia das erlernen könnte, theoretisch. So, man muss hier außen rum gehen und dann von hier aus runter surfen. Dann kommt man zum Kraftwerk. Und da kommen ganz normale Wasser-Pokémon. Es kann aber auch, glaube ich, ein Dratini geben. Ich meine, das mal gesehen zu haben. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber es kann sein, dass man hier Dratini bekommen kann. Hier im Wasser. Kraftwerk Kanto. Rein da! Warum läuft's denn nicht? Wo ist das Problem, Polizei? Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Das geschieht nur mit dieser Welt. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Hä, jetzt geht's doch wieder? Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Ja, warum labert der, dass es wieder geht? Wow. Wow, 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 wow. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Ja, darf ich bitte durch, danke. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demoliert, ist er traurig und wütend zugleich. Okay. Ist er denn? Da unten ist er. Hey, Bro, kann ich dir helfen? Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange dran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Oh, sag mir jetzt nicht, dass ich hier irgendwas brauche. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Oh, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Okay. Aber nur um mal nachzuschauen. Es gibt eine Attacke, der ist Blitzkanone, aber sagt mir jetzt nicht, dass ich dafür eine TM erlernen muss. Theoretisch. Nee, glaub nicht. Ich glaube, Blitz kann man ja auch nicht einsetzen, oder? Ich glaube, ich weiß schon, was man tun muss, aber. Na. Ich wollte es mal austesten. Okay, Leute. Dann werde ich in der nächsten Folge zeigen, was man hier machen muss. In dieser Stelle, damit das Kraftwerk wieder läuft. Und zwar brauchen wir dafür ein Item, was wir noch nicht haben, was aber jetzt bekommen kann. Ich habe eine Nachricht aus Azuria City.
Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Kannst du, aber erst in der nächsten Folge.